Hallo und herzlich willkommen zurück zu Disney Dreamlight Valley. Ja, in der letzten Folge mussten wir leider zwei Sachen auf einmal machen. Wir haben den Anfang von Mutter Gutel gemacht, den wir leider immer noch nicht weitermachen können, weil, wie ihr seht, die Pflanze immer noch nicht größer ist. Und dann haben wir Ursula, versucht zu helfen, so unfreiwillig. Und das hat aber auch nicht ganz geklappt. Die muss jetzt erstmal ein bisschen überlegen, was sie jetzt noch machen kann. Wobei ich da mal eben gucken wollte, welches Level sie eigentlich hat. Weil die müsste... Ach, die ist wirklich nicht ausgelevelt. Oh, okay. Da müssten wir gucken, dass... Oh, Stachelbeeren, lila Glockenblume und Eiscreme. Stachelbeeren, lila Glockenblume und Eiscreme. Da würde ich sagen, das machen wir mal eben kurz. Das wollte ich zwar eigentlich nicht während der Folgen machen, aber ich habe jetzt leider schon auf Play gedrückt. Stachelbeeren, lila Glockenblume und Eiscreme. So, Stachelbeeren, lila Glockenblume und Eiscreme. Mal schauen, ob wir die überhaupt hier drin haben. Stachelbeeren, lila Glockenblume. Müssen wir dann einmal... So, Stachelbeeren und Eiscreme. Stachelbeeren haben wir hier drin, glaube ich. Genau, so, eine klaue ich mir jetzt mal. Und Eiscreme, oh, jetzt geht doch mal da rein. Mann, müssten wir mal eben herstellen. Ich glaube, da haben wir jetzt gerade keine mehr. Ich glaube, das war nur... Moment, das können wir mal kurz ausprobieren. Ich glaube nämlich, dafür brauchten wir nur dieses Crush-Eis einmal, oder? So. Nein! Oh, das war eine Schneekugel. Mist. Hätte ich doch mal lieber nach Rezept gearbeitet. War wahrscheinlich nur Milch oder sowas bei, oder? Ich schau mal. Finde es noch nicht. Haben wir hier irgendwo Eiscreme? Hallo? Apfelsorbet, Bananeneiscreme. Eiscreme, hier. Okay, ist doch ein bisschen mehr drin. Na gut, aber ist nicht schlimm. So, dann bringen wir das jetzt erstmal zu Ursula. Drum, drum, drum. Einmal raus. Ursula, sei bitte da, wo du immer bist. Ich muss mal kurz zu dir. So, da ich ja auch nicht besonders schnell laufen kann. Liebes Disney Dreamlight Valley Team, es wäre schön, wenn es eine Sprintfunktion geben würde. Es wäre ein großer Traum von mir. Du bist hier. Endlich. Und sicherlich auch von vielen anderen. So, hast du Zeit zum Reden? Ja, das können wir auch mal kurz machen. Was ist es? Na, sag doch etwas, anstatt herumzulungern wie eine stumme Muschel. Das ist unhöflich. Wenn du mich etwas fragen möchtest, dann frag. Wie hast du Magie gelernt? Oh, ich hatte schon immer eine natürliche Begabung dafür. Als ich in Atlantica lebte, habe ich Magie und Alchemie studiert. Nachdem ich verbannt wurde, experimentierte ich mit jedem... Ich meine, mit allem, was ich finden konnte. Sind wir uns einig? Oh, du bist es. Hervorragend. Mhm. Okay, ich habe erstmal was für dich. Moment. Stachelbeeren? Bitteschön. Bringt ja fast gar nichts, obwohl das ihre Lieblingsdinger sind. Okay. Dann lila Glockenblume. Die bringt schon was mehr, immerhin. Es ist so ätzend mit diesen Meerestieren. Also Tieren in Anführungszeichen. Meeresmenschen, so. Es war ja bei Ariel auch so. Das hat unheimlich lange gedauert, bis man die dann hochgelevelt hat. Man kann zwar auch was anderes zu essen geben, aber das bringt halt nicht viel. Das ist das große Problem. Ich habe jetzt hier zum Beispiel noch... Krapfen ist ein 5-Sterne-Menü.
Nee, 4-Sterne-Menü, Quatsch. Ja, aber das war, glaube ich, sogar für sie, wenn ich mich richtig erinnere. Aber zum Beispiel Schneekegel, das ist jetzt was Falsches. Ist aber auch Stufe 1, bringt aber nicht allzu viel, wenn ich ihr das gebe. Also, man kann natürlich ganz viel geben, aber sonst habe ich jetzt, glaube ich, nichts mehr. Ja. Das ist Nummer 5-Sterne-Menü, die will ich auf jeden Fall nicht abgeben. Da hat aber jemand eine Glückssträhne. Ja, es geht so. Also ich werde auf jeden Fall dann morgen nochmal sie nochmal mit irgendwelchen Sachen füttern. So, was ich aber eigentlich machen wollte in dieser Folge, ist Stitch zu finden und ihn anzusprechen wegen dem Mist, den er immer wieder baut. Hm? Stitchy-Line? Stitch, ich habe mit Wolli gesprochen und du hast anscheinend schon wieder Ärger gemacht. Ärger? Nein, Bösometer, ganz niedrig. Aber Stitch fühlt sich nicht gut. Bauchweh. Und so müde. Du bist müde? Warum machst du nicht dein Nickerchen? Nickerchen? Nein, will keinen Spaß verpassen. Stitch will Kaffee. Ich habe aber keinen Kaffee. Also mit Erde aus Garten Kaffee machen. Igitt, Stitch, Lein, lass das. Genau, mit Erde aus Garten, Igitt. Aus Erde kann man keinen Kaffee machen. Dafür braucht man Kaffeebohnen. Ja, ja, Bohnen. Erinnere mich. Vor dem Vergessen Bohnen an Bäumen gewachsen. Aber jetzt keine Bäume und keine Bohnen. Vor dem Vergessen habe ich Baum in Raumschiff gepflanzt. Für Kaffee. Wach bleiben. Ist das das, was ich denke? Ich glaube, dieses Bäumchen lebt noch. Aber es ist in ziemlich schlechtem Zustand. Die Nachtdornen haben seinen Wurzeln übelst zugerichtet. Wenn wir es ein bisschen pflegen, könnten wir schon bald Kaffee kochen. Ich werde mit Wolli sprechen. Vielleicht kann er das Bäumchen wieder gesund machen. Ist gut. Danke. Bitte. Oh, ich finde das so süß, wenn er das so sagt. Ist gut. Danke. Wolli, genau. Wo ist Wolli? Wolli, da. Wolli, da. Komm. Wolli, bist du... Kommst du runter? Dann komme ich auch runter. Also hoch. Von mir aus. Wolli. Wolli ist wieder abgehauen. Wolli ist jetzt wieder nach oben. Willst du mich veräppeln? Wolli, böser Roboter. Ksch, aus. Mach's jetzt. Platz. Bleib stehen. Schraub dir eine Schraube raus. Da. Da. Oh, Leute. Ernsthaft. Wieso ist das alles auf Englisch? Das kann es doch nicht sein. Jetzt gerade war es wieder auf Deutsch und davor war es wieder auf... Jetzt ist es wieder auf Englisch. Davor war es auch auf Englisch. Und sowas bei Disney. Also das ist wirklich... ich meine, Disney ist ja sehr in Verruf wegen der ganzen... Ja, ich sag mal vorsichtig... grün versifften Politik in Sachen neue Filme. Aber... Warum? Also, I figured out my Stitch was acting destructive. He missed coffee. Also er vermisst halt Coffee. Kaffee. Oh. If you could just help us, Nurse. Ich kenne nur die Nurse aus DVD. Also sie sagt wohl, wenn du uns helfen könntest, diese Pflanze ja wieder zu heilen, sage ich mal. Dann würde Stitch nicht mehr so müde sein und, ja, grumpy, keine Ahnung, wird nicht mehr so viel Böses tun, schätze ich mal, heißt das. Tada! Und was heißt das? Ah, nee, und was ist das? Also, er hat uns anscheinend was gegeben. Eine Liste mit allem, was ich brauche, um diese Pflanze oder diesen Baum wieder zum Blühen zu bringen. Danke.
Ich werde alles zusammensuchen und dann an der Werkstatt, wie nennt sich das, Werkstation hier bearbeiten. In der Zwischenzeit könntest du auf die Pflanze aufpassen. Ich weiß, dass wir nicht viel Zeit haben, die wieder zum Wachsen zu bringen. So, Kieselsteine, Lehm und einen Beutel brauche ich. Okay. Kieselsteine, Lehm und einen Beutel. Den Beutel muss ich wahrscheinlich selber machen, nehme ich mal an. ungezogenes Geschenk habe ich nur. Hey, wo soll ich denn den Beutel herbekommen? Sammle die Materialien, um den Kaffeebaum zu pflanzen. Kieselsteine, Lehm, das ist ja soweit alles klar. Und ein Beutel. Wo kann ich denn muss ich einen Beutel tatsächlich sammeln? Das sieht mir nämlich fast so aus, dass wir den jetzt unterwegs suchen müssen, weil ich habe hier nur dieses unerzogene Geschenk. Mann. So, Stitch, kannst du mir nicht sagen, wo ich einen Beutel herkriege? Das verwirrt mich ein wenig. Aber okay. Wir gucken jetzt erstmal eben. Reicht auch die Tasche hier? Kann ich die auch mitnehmen? Wir gucken mal wegen Kieselsteine und Lehm. Lehm haben wir. Ich meine, es waren 25 von jedem, oder? So. Ja, 25 von jedem. Okay, perfekt. Aber wo kriege ich jetzt den Beutel her? Das ist jetzt noch eine gute Frage. Da könnten wir mal eben, wenn wir gerade schon mal hier unten sind, die anderen Edelsteine mal eben reinwerfen. Damit wir zumindest ein paar Plätze jetzt wieder mehr frei haben. Ja, wo ist Stitch denn jetzt überhaupt schon wieder? Stitchylein. Unten an seinem Zuhause. Weil ich ehrlich gesagt nämlich gerne Stitch mitnehmen würde. Wir waren noch gar nicht bei Stitch drin, kann das sein? Aloha! Aloha! Akuta! So, lass uns abhängen! Ja, lass spielen! Yeah! Okay, aber bei ihm glaube ich nicht, dass wir einen Beutel finden, ne? So wie das aussieht. Die Frage ist, wer könnte denn eventuell einen Beutel haben? Wenn man den überhaupt so findet. Oder man muss den irgendwie ausgraben oder so. Ich habe absolut keine Ahnung. Ich will jetzt natürlich nicht ratlos mit euch stundenlang hier herumlaufen. Nee, der ist am Leuchten, weil der ausgelevelt ist, glaube ich, ne? Ich will jetzt hier wirklich nicht stundenlang mit euch ratlos herumlaufen. Deswegen würde ich sagen, ich gucke jetzt hier nochmal ganz kurz nach. Aber ich meine, ganz ehrlich, warum sollten die Sachen vergraben sein? Ich laufe hier mal so ein bisschen rum. Und ja. Bist du auch wirklich stark genug, um hier draußen allein zurechtzukommen? Dein Ernst? Wir reden noch mal kurz mit Stitch. Warte mal. Bösometer steigt. Dampfende Kasse. Ja. Also der sagt mir auch nichts dazu. Ja, ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt einen Beutel herbekommen soll. Ich gucke noch mal in Ruhe bei der Werkbank nach, ob ich da vielleicht doch irgendwas übersehen habe. Ich schaue hier mal mich ein bisschen um, ob vielleicht irgendwo ja, was zu finden ist, dass man was einsammeln kann. Ich gehe systematisch nochmal jeden... was ist denn mit dir hier? Warum bist du hier so verwelkt? Ich gehe hier systematisch nochmal jeden Winkel ab,
ob ich hier irgendwo was finden kann. Und ja, damit es da nicht zu langweilig für euch ist, hole ich euch dann gleich wieder hinzu. Bis gleich. Einen Korb kann ich machen. Ach nein. Ist das euer Ernst? Ja, und damit dann willkommen zurück. Ich hab's echt total verpeilt. Ich hab gedacht, es kann doch nicht sein. Ich gehe doch noch mal kurz, bevor ich jetzt hier überall rumlaufe, an der Werkbank gucken. Und das war auch gar nicht so schlecht. Ah, mein Gott. Und da ist ja auch noch das Zeichen dran, ich Idiot. Also wir brauchen jetzt noch 8 Fasern. Moment. Haben wir denn überhaupt genug, um überhaupt... Ah ja, doch, wir brauchen dafür nur 2x Seetang. Okay, perfekt. Dann können wir das auch herstellen. Eieieiei. Aber es steht unter Möbel. Also unter Möbel einen Sack reinzustellen, ist natürlich auch nicht gerade das Cleverste. Moment, jetzt ist es nach oben gerutscht oder wo ist das jetzt hin? Natürlich ist es nach oben gerutscht. Ah, okay. Ach. Nimmt man einmal mit Migräne auf und schon ist alles irgendwie total durcheinander. So, Stitch. Ach nee, ich muss mit Wally sprechen. Wally. Ist gerade zu Hause. Stitch, komm mal mit. Wir fragen mal bei Wally nach. Hi, Mickey. Und Mickey antwortet. Toll! Wally, bleib stehen. Hallo? Tada! Oh, danke, Wally. Warum wieder auf Englisch? Die Pflanze sieht nun besser aus. Ich werde sie mit zur Crafting-Station nehmen. Nee. Doch, ich werde sie mit allem, was ich hergestellt habe, zur Crafting-Station nehmen, glaube ich, hat sie gesagt. Ich wundere mich, where? Ach so, wo sie die Pflanze einpflanzen soll. Das muss ich, glaube ich, nicht übersetzen. Glade of Trust. Ich komme gerade nicht auf die Übersetzung, aber ich weiß, was es ist. Das ist eine großartige Idee. Das Klima dort wird ihr helfen zu wachsen. Ich komme gerade nicht drauf. Lichtung des Vertrauens, genau. Achso, ich muss ja sowieso nach oben. Ich muss ja noch zur Werkbank. Okay, also zur Lichtung des Vertrauens muss ich die gleich bringen. Und ich muss einen Kaffeesetzling auf der Werkbank herstellen. Gut, macht man ja immer so. So, das. Zack. So, und dann einmal Lichtung des Vertrauens. Dahin. Eigentlich ist es doch egal wo, oder? Aber ich gucke trotzdem mal eben, dass ich das hier hin mache. So. Einmal die Pflanze rein. Die braucht wahrscheinlich dann auch wieder 3 Jahre, bis sie dann hochgewachsen ist. So. Ja, und dann heißt es mal wieder warten, wie immer. Ich habe keine Ahnung, wie lange das jetzt dauert, bis daraus tatsächlich ein Baum entsteht. Ich meine, die Blätter haben sich gerade schon so ein bisschen bräunlich verfärbt. Aber ich denke nicht, dass das jetzt schnell geht. Deswegen... Ja, werde ich erstmal die Offline-Zeit jetzt nutzen, da ich Stitch ja jetzt während der Quest angesprochen habe und mitgenommen habe, dass ich die Offline-Zeit nutzen werde, Stitch noch auf Level 10 hochzubringen und ich hoffe, dass wir dann in der nächsten Folge, ich glaube es nicht, aber ich hoffe trotzdem, dass wir dann in der nächsten Folge vielleicht einen fertigen Kaffeebaum sehen. Wenn nicht, dann muss ich mal schauen, wo ich mit weitermache. Mini war noch am Schlafen. Ich meine, es ist hellichter Tag. Warum soll sie sich da nicht mal eine Runde hinlegen? Sollte sie aber bis dahin dann doch wieder wach sein, dann können wir natürlich auch mit Mini in der nächsten Folge weitermachen, weil wir haben jetzt nicht so wirklich viele Optionen im Moment. Ja, ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen und hoffe, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.
Vielen Dank für dein Like und du darfst mich natürlich auch gerne abonnieren, wenn du mehr sehen möchtest.